So, willkommen zurück zu Stalker Clear Sky. Sammel die Beute ein. Okay, machen wir. Rennen wir da mal hin. Also erstmal raus hier. Alter, wie spät ist denn das hier? Das ist ja arschdunkel, ey. Irgendwo eine Uhrzeit, ne? Na, da werden wir die Scheiße mal reinsammeln. Oh, Anomalie, ey, oh shit. Alter, fuck, ist jetzt hier dunkel, ey. Mal warten, bis der Scheißteil sich da mal aufgeladen hat. So, weiter jetzt. 200 Meter noch. Ah, die sind auch reingehauen, okay. Magst bei den Spielen nicht mehr so auf den super aktuellsten Stand sein wie heute, jetzt. Aber für die damalige Zeit, für 2008 oder 2009, ey, war das der Klassiker, ey. So, mal gucken, was der Arsch hier versteckt hat. Ah, warte mal. Ah! Da sitzt einer, ey. Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Oh, den hätte ich fast abgeknallt, ey. Bring mich nicht um. Wer bist du? Simon, Gefreiter, Lambe, ich habe Schaletzki, unseren Kommandeur, gefahren. Er wollte zu den Stalkern. Wir sind ohne Zwischenfall zum Damm gelangt, aber als er zu den Stalkern gegangen ist und mit ihm zu reden, haben sie ihn geschnappt und gefesselt und ich bin abgehauen. Was wirst du also tun? Wie soll ich jetzt dahin zurück? Sie würden mich vor Kriegsgericht zehren, weil ich den Kommandeur im Stich gelassen habe. Komm mit mir, wir schalten die Stalker aus, retten Schalewski und teilen uns die Beute. Tolle Idee, aber ich habe keine Waffe. Gib mir eine Waffe und ich komme mit. Hier, nimm, ohne Waffe bist du nicht zu gebrauchen. Die kleine Ratte, ey. Scheiß Verräter, ey. Oh. Erledigt, ey. Okay, Söldner. Ich werde auf dich und den Koffer warten. Bring die Beute zum Händler zurück. Oh, machen wir. Mein Gewicht beträgt 41,1 Kilo, okay. Alt war drüber wie 50 Kilo, das ist schlecht. Sehr schlecht. Alter, die haben hier Waffen, ey, das nehmen wir nochmal. Boah. Geil. Mal bestimmt richtig Kohle jetzt, ey.
Du hast sie also endlich. Ich habe gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, dass du den Koffer zurückgebracht hast, Söldner. Jetzt kann ich die Schulden bei meinem Kunden wieder begleichen. Ich konnte nur aus einem Grund so lange in der Zone überleben. Ich halte immer mein Wort. Wenn du hier in dieser Gegend einen Kunden übers Ohr haust, kannst du dich schon bald auf ein hübsches Messer im Rücken freuen. Aber genug von mir. Dein Stalker, er war hier. Sein Name ist Fang und er war auf der Suche nach Röhrenverstärkern und einigem anderen elektronischen Schrott. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Ich habe ihm den Verstärker verkauft, aber die anderen Sachen hatte ich nicht da. Deswegen habe ich ihm geraten, zu den Müllgräbern auf der Müllhalde zu gehen. Vor kurzem haben einige Stalker auf der Müllhalde alte Ausrüstungsteile aus der Zeit nach dem Tschernobyl-Unfall ausgegraben. Und jetzt wimmelt es dort von alten Ersatzteilen. Geh und such dort. Und vergiss nicht, wenn du handeln willst, bin ich dein Mann. Sehr schön, was hast du so Schönes? Komm schon, sag, was du für mich hast. Sieht nicht schlecht aus, der Teil. Steh da nicht herum, okay? Tausend Rubel, kann ich mir gerade noch so leisten, ey. Brauche ich hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, aber zwei Granaten. Entspann dich, nur die Ruhe. Was führt dich hierher? So, dann kann ich das annehmen. Also, was so? Und dann kann ich doch das hier verkaufen, oder? Ja, anscheinend nicht. Viel Glück. Ja, werde ich kommen. Kann ich doch den Scheiß. Fallen lassen, so, wunderbar, speichern. So, hole von den Müllgräbern Informationen über Fang ein, okay. Wäre schön, wenn ich hier mal ein bisschen hell wäre, ey, oh Mann. Sei kein Idiot und pack deine Waffe weg. Du hast nichts für mich, geh mal einfach mal weiter. Jetzt kann ich bis dahin latschen, ey, oder was? Hier musst du viele Ecken laufen, ey, ohne Ende. Oh, ist eine ganz schöne Ecke, ey. Lang. Erstmal bis zur Brücke und dann durchrennen. Oh, hier ist schon wieder Action, ey. Geht hier in den Griff, denke ich mal, wa? Na, helfen wir mal. Und was ist, wenn ich das...
Oh shit, ey. Greifen hier die Brücke an, ey. Ja, wo ist denn der? Runter mit euch, Jungs! Boah, ey. Alter, es reicht, ey. Ist ja Wahnsinn, ey. Kann ich jetzt hier endlich weiter? Dankeschön. Ist ja Wahnsinn, ey. Alter, ihr habt doch alle gelitten, ey. Ausdauer wird so ein, Alter, was wiege ich denn, Alter? 40 Kilo, ey. Was wiegt denn dieser scheiß Anzug, ey? 3 Kilo, ey. Ah, das alte Wicht hier, ey, ohne Ende. Weiter jetzt. Valerian, hier spricht Belly. Stimmt es, dass du Stalker um dich sammelst? Ja, das stimmt. Oha. Die Armee ist komplett durchgedreht. Sie sind sogar so weit gegangen, Banditen auf uns zu hetzen. Wir haben uns entschieden, dass wir zurückschlagen werden. Dann bin ich dabei. Ich habe mein eigenes Hühnchen mit denen zu rupfen. Ich werde morgen da sein und ein paar Männer mitbringen. Das ist gut, danke. Wir sehen uns dann. Boah, ey, hier ist was los, ey. Hey, Goblin, was gibt's Neues? Die Armee hat gerade eben wieder aus allen Rohren geschossen. Sie entfernen sich nur nicht allzu weit von ihrer Basis, weil sie Angst haben. Halte mich auf dem Laufenden. Sehr schön. So, rennen wir hier erstmal hier durch. Sehr schön. Wo ist er denn da? Frage die Müllgräber, die Feng dem Händler zufolge aufgesucht hat nach Feng Aufenthaltsort. Gut. Alter, was ist denn mit meiner Energie los, ey? Hör mal, wir müssen reden, aber zuerst musst du die Waffe einstecken. Ich möchte deine Hände sehen. Bleib da! Was schaust du so blöd? Er spuckt schon aus! Na, lass mich doch mal durch, ihr Missgeboten. Bringen wir's hinter uns! Alter, warum liegt denn hier schon wieder halb tot, ey? Was ist denn das? Da haben wir. Was ist los mit dir? Wir sitzen rum, bewachen das Lager und sind von jeder Menge Feind umgeben. Verschwinde endlich mit deinen nerventönenden Fragen. Wie kann ich dir helfen? Ich habe etwas. Ah.
Dann machen wir hier mal unsere Hauptmission weiter. Gegenstand zurückbringen, Scheiße 13 eines Banditen. Nun, die Sache ist die, einer unserer Jungs hat einen dieser Müllgräber geschnappt und ist mit ihm zwischen Eigern und Linien spazieren gegangen. Tja, am Ende sind die beiden in einer Gravitanomalie draufgegangen, damit habe ich zwar kein Problem, aber der Kollege hat meine Scheiße für den Spaziergang ausgeliehen und die befindet sich immer noch dort. Wenn du dort mir die Waffe zurückbringen könntest, wäre ich ja mehr als erfreut. Scheiße 13 eines Banditen. Ja, komm. Dann mache ich das mal schnell. Oh, dann schon eine Ecke, ey. Ein Medikit, das speziell für die Behandlung von körperlichen Verletzungen und Blutungen gedacht ist. Es ist vollgepackt mit Blut, Stillerien, Schmerzmitteln, Antibiotika und Immunstimulanzen. Alter, sind das Wörter? Boah, ey, wie weit noch? Sein hier war. Boah, Strahlung hier ohne Ende, ey. Oh, komm, raus. Boah, Alter. Wieder zurück. Ey, nächstes Mal kann er sich die Scheiße alleine holen, ey. Jetzt habe ich alles verbraucht an Midis, ey, fast. Shit, ey. Naja, was soll's. Bringen wir es hinter uns, ja? Hier hast du, was du wolltest. So, dann haben wir das auch erledigt. Das ist ein hübsches Rohr, ey. Dann kann ich die schon mal fallen lassen. Aber ist die stärker hier? Naja, minimal, ey. Hol dir deine Belohnung. Oh Mann, nur dann da mal hin. Boah, wo ist denn der Eingang hier, ey? Boah, hier ist alles verstrahlt, ey, ohne Ende, ey. Ah, wir sind zu schwer, ey, ich merke das langsam.
Alter, wo ist denn der beschissene Einjank? Ah, ich liebe diese Stalker-Games, ey. Immer schöner weite Wege, das gefällt mir. Ohne Scheiß jetzt. Na, schön ist zu, ey. Oh, wat? Gute Frage, wie komme ich jetzt darin? Party, oder? Ach, Mann. Hey, warum ist hier alle zu? Na. Mahlzeit. Wo ist denn meine krasse Belohnung? Nur gute Beute macht reiche Leute. Also, wie sieht's aus mit deiner Beute? Was hast du etwas für mich? Na toll, 500 Rubel. Wie kann ich eurem Clan beitreten? Frag Yoga, er hat bei solchen Sachen das Sagen, die Schilder, auf denen Boss und roten Registrierungen stehen, sind eigentlich nicht zu übersehen. Sag mal, wo findest du diese Dinge? Ja, ist ja richtig billig, Alter, 12.000 Rubel, ey. 11.000 Rubel, Alter. Der hat ja alle Hand, ey. Alter, so was hätte ich in mein Inventar hier, ne, ey. Oh, Alter, ist ja heftig. Hast du deine Zunge verschluckt, Bruder? Nö, nö, alles gut. Alles schick. Sorg, was du zu sagen hast, und dann verzieh dich. Alter, hat der eine Laune, ey. Was willst du? Kann ich mich euch anschließen? Immer langsam abschauen. Zuerst musst du mal einen Test bestehen, und zwar einen, der sich gewaschen hat. Ich hab genau den richtigen Job für dich. Ich würde gerne für dich arbeiten. Jetzt, wo du es ansprichst, ich habe da etwas, das erledigt werden müsste. Jemand muss verschwinden. Wenn du das übernimmst, sorge ich dafür, dass er zur alten Bushaltestelle hinter der östlichen Mauer kommt. Abgemacht. Ja, ich mach's. Sehr guter Typ heißt Strinkov. Geh rüber zu den Haltestelle. Er müsste in Position sein, wenn du dort ankommst. Kapiert. Stringoff, sei nicht so faul. Geh rüber zum Treffpunkt. Ich habe jemanden hingeschickt, der meine Schulden gegriffen hat. Oh, müssen wir auch noch rumlaufen, ey. Erlege einen Mann namens Stringo. Ja. Dann gehen wir mal dahin. Alter, du musst hier richtig um Kreis rennen, ey, geil.
Aber wo ist denn der da? Oh Mann. Da müssen wir hin. Springhoff, okay. Yoga hat dich geschickt. Na endlich, was hat dich so lange aufgehalten? Okay, geht los. Yoga hat mich gebeten, die Sache mit dir zu regeln. Hier ist deine Belohnung. Na endlich, hey, warte, Mann. Warte. Yoga will mich aus dem Weg räumen. Tu's nicht. Er schießt mich nicht. Ich bezahle dir mehr als Yoga. Oh Mann, Alter, entscheide dich doch mal. Erlege den Schmuggler und die Müllgräber. Töte den Schmuggler und die Müllgräber, die von ihnen Waffen kaufen wollen. Oh Mann, hätte ich okay hingehen können, ey. So, das ist ja hier gleich in der Nähe, war da lang. Ich hoffe, das geht schnell. Naja, hier musst du 1000 Mal speichern, ey. So, die muss ich alle umlegen. Oh, renn. Denke mal, die kriegen wir hin. Einer noch. Sie sind also drauf gegangen. Du kannst deine Belohnung bei Tuf abholen. Übrigens, du hast eine Beförderung verdient. Ich übertrage dir die Führung über 5 meiner Männer und habe schon den ersten Auftrag für euch. Die Müllgräber sollen nicht mal im Traum an bewaffneten Widerstand denken. Deswegen will ich, dass du und deine Männer ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Euer Ziel ist der Flohmarkt. Wenn ihr mit den Müllgräbern fertig seid, sorge dafür, dass die Jungs das Gebiet sichern und niemanden hineinlassen.
ohne deinen Befehl machen sie nichts. So, ich würde sagen, machen wir hier erstmal Spritze Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also haut da rein, bis dann.